Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder dran sind. Ich begrüße Sie auch in dieser Woche wieder zu einer neuen Woche im Kabeljournal, Ihrem Regionalfernsehen. Hobby-Militärhistoriker haben zum Biwak eingeladen, um an das Gefecht bei Schellenberg im Jahre 1813 zu erinnern. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserem ersten Beitrag. Wenn der Donner eines sechspfündigen französischen Feldgeschützes über die Grundbachwiesen hallt, dann hat der militärhistorische Verein 2. Korps Artillerie zu Fuß wieder zum Biwak eingeladen. Die Vereinsmitglieder stellen eine Geschützbedienung der napoleonischen Armee dar. Um an das Gefecht bei Schellenberg vom 6. Oktober 1813 zu erinnern, werden die Hobby-Militärhistoriker von Gleichgesinnten aus der näheren und weiteren Umgebung unterstützt. Wir sind heute eingeladen worden, um einfach an das Gedenken der Schlacht oder des Gefechtes über die Übergänge bei Schellenberg darzustellen. Wir formieren momentan gerade, wie Sie es gesehen haben, die verbliebenen Truppen in Infanterieeinheiten. Mein Part wird sein, die Truppen, ob es Artilleristen sind oder Infanteristen sind, einfach in eine tatkräftige Formation einzubinden. Wir sind Husaren, leichte Berittene. Ist das Husareneinheit. Wenn die Pfarrer geschossen haben, sei die Husaren zu den Geschützen gekommen und dann nach wieder, wenn die mal Pfarrer gekriegt haben, wieder abgezogen worden. Dann ist es weitergegangen. Und so war das Abend. Wir sind heute hier als sächsische Artillerie, in verschiedenen Uniformen allerdings, weil unser Verein seit diesem Monat Mitglied im Schellenberger Verein 2. Korps Artillerie zu Fuß ist, französische Artillerie allerdings. Und wir sind als sächsische Artillerie jetzt mit beiden Französen. Wie es historisch auch war, weil ja die Franzosen und Sachsen verbündet waren durch den Rheinbund. Und deswegen verstärken wir heute die Reihen der Franzosen, also ab heute immer. Vor über 200 Jahren kämpften hier auf den Grundbachwiesen fast 7000 Franzosen gegen knapp 5000 Österreicher. Geschütz! Damals waren Napoleons Soldaten noch siegreich. Aufhalten konnten sie den Vormarsch der Alliierten aber nicht. 10 Tage nach dem Gefecht bei Schellenberg begann dann die Völkerschlacht bei Leipzig. Dort wurde die napoleonische Armee von den verbündeten Heeren der Österreicher, Russen, Schweden und Preußen vernichtend geschlagen. Doch was hat Karl Stülpner, der Robin Hood des Erzgebirges, mit den napoleonischen Kriegen zu tun? Ralf Görner, der eigentlich Führer auf der Burg Scharfenstein ist, klärt auf. Ich habe den Weg hierher gefunden, weil ich meine Kameraden mal wiedersehen könnte von Frankreich. Denn 1792 war ich mit in der Schlacht in Valmy und habe die Schlacht mitgemacht, habe sie erlebt und bin im 1774 wieder nach ins Erzgebirge zurückgekommen. Das sind dieses Jahr 180 Jahre. Die Burg Scharfenstein, die habe ich schließlich am 13. Oktober 1795 einen Tag lang belagert. Einen Tag lang habe ich keinen rein und rausgelassen. Da habe ich die Schranzen mal im Schach gehalten. Wenn ich die Augustusburg so vor mir sehe, denke ich, die hätte ich gerne auch mal belagern. Aber die ist ein bisschen groß, die hätte ich nicht geschafft. Ein weiteres bekanntes Gesicht beim Biwak war Bert Lochmann. Er tritt bei verschiedenen Anlässen als Korporal Stange auf. Seit kurzem gehören er und seine Truppe ebenfalls zum Schellenberger Verein. Unser Verein hat ein bisschen Mitgliederschwund gehabt in den letzten Jahren. Durch Umzug und Arbeitsbedingungen, Kinder, zusätzliche Ehescheidungen, alles dabei gewesen. Hartz-IV-Empfänger, was es da alles so gibt jetzt. Und deswegen sind wir ein bisschen wenig Mitglieder gewesen. Und da kann man so einen Verein als selbstständigen Verein schwer am Leben halten, ohne die Beiträge massiv erhöhen zu müssen. Insgesamt 6 militärgeschichtliche Vereine hatten ein Wochenende lang ihr Lager am Grundbach aufgeschlagen. Die Vereinsmitglieder legen dabei viel Wert auf historische Authentizität. Sie wollen auf keinen Fall den Krieg verherrlichen. Ich war ja im letzten Jahr Mitveranstalter der 200-Jahr-Feier Völkerschlacht bei Leipzig. Und auch da konnten wir schon viele Missverständnisse klären. Also wir sind nicht die jetzt den Leuten irgendeinen Krieg darstellen wollen. Wir wollen Historie darstellen, Historie vor allem zum Anfassen, dass also jeder uns fragen kann, was bist denn du, warum bist denn du eigentlich hier? Das wollen wir beantworten, dann wollen wir Waffentechnik vorzeigen und dann wollen wir eigentlich darstellen, wie bedeppert die Leute eigentlich gelebt haben in der solchen Zeit. Ne? Über 200 Besucher wollten sich das Geschichtsspektakel nicht entgehen lassen. Sogar aus der tschechischen Partnergemeinde waren die Zuschauer angereist.
Der Landesverband Sachsen des Bundes Deutscher Zupfmusiker und der Saxoniade-Verein laden ein zum 9. Roland Zimmer Jugendwettbewerb für Soloinstrumente, Gitarre, Mandoline und Zither. Vom 24. bis 26. April im Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernsthal. Sie sind von Donnerstag bis Samstag herzlich zu den Wertungsspielen eingeladen. Ein Höhepunkt ist das Preisträgerkonzert am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Aula des Lessing-Gymnasiums. Kommen Sie und lassen auch Sie sich verzaubern. Mehr Infos zum Roland-Zimmer-Jugendwettbewerb erhalten Sie unter www.saxoniade.de. Ulig Tischler Küchenstudio, seit über 100 Jahren kompetenter Handwerksservice. Der Kunde ist bei uns König. Wir bieten faire und angemessene Preise, Qualität, umfassende Beratung, fachgerechten Einbau sowie lebenslangen Kundendienst, auch wenn Sie umziehen. Wir tauschen Ihre alten gegen neue verbrauchsgünstigere Geräte. Wir bieten Ihnen außerdem eine supergünstige Finanzierung, diskret und schnell nach Ihren Vorstellungen. Wir zeigen Ihnen, was wir können. Ulig Tischler, der Spezialist für jede Küche und alles, was mit Holzmöbel und Innenausbau zu tun hat. Sie finden uns in Limbach-Oberfrohna, Sachsenstraße 16. Und wir sind immer für Sie da. Bei uns erhalten Sie auch Küchen im Abverkauf, wie diese Landhausküche in L-Form, 4,40 m x 1,42 m. Die Front, Vanille, Gewicht. Inklusive sind Granitspüle, Herdset Bosch, Flachschirmhaube. Der Abverkaufspreis 2000 Euro. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie in der Pflege zu Hause. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Dazu gehören die unterschiedlichsten Gehhilfen oder Rollstühle. Die können Sie bei uns bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und ebenfalls im Pflegeheimbereich. Unser Team verstärkt der Orthopädie-Mechanikermeister Christian Lange. Wir sind in der Lage, die Reha-Mittel an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. Zu unserem Leistungsspektrum gehören ebenso Inkontinenzprodukte, Stoma- und Wundversorgung sowie Pflege- und Desinfektionsmittel. Bei uns erhalten Sie Standard-Kompressionsstrümpfe auch weiterhin ohne Eigenanteil. Wir sind anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Ihre Gesundheit. Weiter im Programm geht's jetzt mit Wirtschaft aktuell und da war unter anderem der Osterhase in Niederfrohna zu Gast. Ihr Teppichfreund in Niederfrohna veranstaltete am 12. April ein Frühlingsfest. Bei dem kamen ganz besonders die Kinder auf ihre Kosten. Denn auch der Osterhase war zu Gast und lud zu jeder Menge Spiel und Spaß ein. Natürlich hatte der Osterhase allerhand Ostereier mitgebracht, die er im großen Ausstellungsraum versteckte. Die zu suchen bereitete den Kindern jede Menge Spaß. Und noch mehr, die Eier zu finden. Gutscheine im Gesamtwert von 200 Euro hatte der Osterhase versteckt. Während die Kleinen die Eier suchten oder die anderen Angebote des Osterhasen nutzten, wie das Ostereier anmalen, schauten sich die Eltern oder Großeltern derweil im Ausstellungsraum um, um sich Ideen für die nächste Neugestaltung der eigenen vier Wände zu holen oder sich von den Mitarbeitern von ihr Teppichfreund beraten zu lassen. Auf das gesamte Sortiment, das nicht nur Teppiche und andere Fußbodenbelege umfasst, sondern ebenfalls Tapeten, Farben, Gardinen und vieles anderes mehr, gab es zum Frühlingsfest 15% Rabatt. Die Kunden konnten selbstverständlich auch die verschiedenen Serviceangebote nutzen, wie das Kettlen der Sockelleisten. Für die Mitarbeiter von ihr Teppichfreund und die Kunden war das Fest in Niederfrohna ein bunter Einstieg in den Frühling. Und über den Osterhasen freuten sich nicht nur die Kinder, auch die Großen hatten viel Spaß mit ihm.
nagelneue präsentierte sich am 12. April die ESP Autohandel und Service GmbH, der Opel-Servicepartner für Pkw und Nutzfahrzeuge in Limbach-Oberfrohna. An diesem Tag wurde die Wiedereröffnung gefeiert. Der schwere Hagelschauer Anfang August 2013 wurde auch für dieses Autohaus zur Katastrophe. Tennisballgroße Hagelkörner zertrümmerten die gesamte Dacheinrichtung und zerstörten einen großen Teil der technischen Anlagen. Umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten wurden durchgeführt, die nun zum großen Teil abgeschlossen sind. Ein guter Grund für die Wiedereröffnungsfeier am 12. April. Wir haben keine speziellen Angebote gemacht, sondern so eine Art Tag der offenen Tür, dass jeder mal gucken kann, was sich verändert hat, wie es jetzt aussieht und ich sag mal, das Ambiente sich verändert hat. Das Ambiente hat sich grundlegend geändert. Dazu darf Markus Roder, einer der Geschäftsführer am Opel-Standort in Limbach-Oberfrohna, zu Recht mit Stolz sagen: Wir sind jetzt das erste Autohaus, was nach den neuen Opel-Richtlinien umgebaut hat. Das Gelb muss halt vom Haus entfernt werden, ist jetzt auf Anthrazit gehalten. Neue Möbel sind vorgesehen, die wir jetzt angeschafft haben und umgesetzt haben. Spezielle Fliesenabteilungen, Bereich Verkauf und Service. Bis 2016 sollen die Opel-Autohäuser nach neuem Corporate-Design umgestaltet werden. Aufgrund des Hagelschadens ist nun das Opel-Autohaus in Limbach-Oberfrohna Vorreiter. Zur Wiedereröffnung am 12. April wurden zahlreiche Gratulanten begrüßt. Kunden, Geschäftspartner und viele Neugierige ließen es sich nicht nehmen, das alte Autohaus in neu erstrahltem Glanz in Augenschein zu nehmen. Natürlich gönnten sich die Besucher auch Opel pur. Wir haben von jedem Modell jetzt ein Fahrzeug da, was heute angeschaut werden kann, Probe gefahren. Angefangen beim Opel Adam, der Kreative dazu einlädt, sich innen und außen selbst sein Auto farblich zu gestalten, bis hin zum Opel Zafira Tourer, der mit seinem flexiblen Innenraum viel Platz zum Wohlfühlen bietet. Neben aller Begeisterung für die verschiedenen Opel-Modelle vergaßen die Besucher nicht zu feiern. Die Mitarbeiter des Autohauses sorgten für das Wohl ihrer Gäste. Zu kurz kamen auch nicht die kleinen Besucher. Neben der Hüpfburg wartete auf diese ebenfalls Kinderschminken und vieles mehr. Auf der Burgstädter Herrenstraße war am 9. April der grüne Teppich ausgelegt. Aufgrund des Wetters zog es Modetrend Henschel allerdings vor, die neuen Kollektionen für das Frühjahr 2014 im Geschäft zu präsentieren. Hier war es zwar etwas eng, weil sich viele Burgstädter die traditionelle Modenschau nicht entgehen lassen wollten, aber das wurde sogleich genutzt, um auf Tuchfühlung zu gehen. Denn Mode soll nicht nur schön aussehen, sondern auch bequem getragen werden können. Wie bereits in der Filiale in Hohenstein-Ernsthal präsentierten die Models die Trends der kommenden Monate. Neben den deutschen Labels wie Kenny S oder Gary Weber gibt es bei Modetrend Henschel auch zahlreiche internationale Marken, die dazu einladen, die nächsten Monate mit viel Farbe zu verbringen. Und dazu mit großen, auffälligen Aufdrucken und Mustern. Voll im Trend sind wieder Netzpullis und ebenso Spitzen. Auch 2014 darf Jeans getragen werden, mit verschiedenen Waschungen oder Mustern und vor allem eng anliegend.
Die Models zeigten in Burgstädt Mode, die sie in ihrer Freizeit oder im Büro anziehen würden. Da mit dem Frühling auch die Saison für viele Festlichkeiten beginnt, wurde ebenfalls die unterschiedlichste Festmode präsentiert. Die Models, die nur in ihrer Freizeit auf dem Laufsteg zu sehen sind, erhielten am Ende wieder viel Beifall. Die Besucher der Modenschau nutzten die Gunst der Stunde für einen ausgiebigen Einkauf bei Modetrend Henschel, um auch 2014 voll im Trend zu sein. Was noch alles los war in unserem Sendegebiet, das sehen Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Am Clubkino Kapitol in Liechtenstein herrschte am 15. April reges Treiben. Ein Pressetermin. Das war kein verspäteter Aprilscherz. Die drei, die mit Kinoutensilien und belegten Brötchen vor der Kamera posierten, meinen es ernst. Ab 19. April wollen sie in dem Haus, das seit einem Jahr nicht mehr genutzt wurde, Kino machen. Den Charme der DDR-80er versprüht auch das Liechtensteiner Kino, das in dieser Zeit die letzte Renovierung erlebte. Genau das passende Ambiente für kein gewöhnliches, sondern für ein Eventkino, in dem Veranstaltungen für alle Generationen und alle Geschmäcker stattfinden sollen. Und zum Beispiel fangen wir halt jetzt da diesen Samstag an mit Dirty Dancing und danach gibt es halt eine Rock'n'Roll-Party mit einem DJ. Dann am Sonntag Benjamin Blümchen mit Hüpfburg vor der Türe und Softeis für die Kinder gratis in der Kinokarte. Und dann die Woche drauf gibt es den Berlin Calling Film mit dem Ball Kalkbrenner, was einer der besten DJs ist in Deutschland. Und weltweit gibt es dann halt noch die Disco für die Jüngeren, sag ich mal, Mitte 20-Jährigen. Geplant ist außerdem ab November Fresstheater zu machen. Wir haben dann Kurzfilmer, da produziert uns die Filme dazu. Und eine sehr erfolgreiche Frau, die praktisch schon Krimi-Theater und Krimi-Dinner schon seit Jahren in Liechtenstein macht. Die schreibt uns das Programm dazu und dann haben wir natürlich die Leute, die in dem Film zu sehen sind, sind natürlich dann auch im Publikum und beziehen das Publikum mit ein. Und natürlich im Zusammenhang mit hochwertiger Gastronomie, mit Speisen. Hinter den großen Plänen steckt ein kleines Team. Also unser Team ist eigentlich mein Bruder und ich. Wir sind die Eventmanufaktur Auerswald, gibt es seit 1915 in Hohndorf. Vom Urgroßvater. Und wir haben eigentlich eine Fleischerei in der vierten Generation, ein Bierzeltverleih und machen eigentlich seit 1999 hier in der Region die ganzen, was jetzt so die Disco-Partys sind und Ü30-Partys und Rockveranstaltungen, Sportevents, Veranstalter von rund um Tschobau. Das sind wir. Unterstützt wird das Team von Freunden wie Thomas, ein so ziemlich fast Alleskönner. Und er ist sehr technisch begabt und hat dadurch, sag ich mal, in zwei Nachtschichten den Kinoprojektor wieder in Gang gekriegt. Wir haben natürlich von den Leistners, den ehemaligen Vorführer, der da immer mit geholfen hat, also der hat immer Anfang der Woche geholfen, der Herr Gemeinhardt, und der hat uns ein paar Tricks verraten und zusammen mit ihm haben die das Gerät wieder zum Laufen gekriegt, weil wir wussten ja gar nicht, ist ja alles Neuland. Ne? Und jetzt läuft's, also wir können dann den Film anschauen, also er hat es im Griff. Ein Spektakel ist schon allein das tschechische Filmvorführgerät, mit dem 35mm Kinofilme gezeigt werden, die noch über den Filmverleih bezogen werden können. Was vielleicht noch nicht hundertprozentig spruchreif ist, aber was ich aber schon mal anschneiden kann, wir hatten gestern einen sehr erfolgreichen Termin im Autokino in Langhessen mit dem Betreiber. Und der kann sich vorstellen, im Sommer macht er ja nur das Autokino, ist ja klar. Kann sich vorstellen, im Winter seine teure Technik, wo er jetzt investiert hat, ist ja alles jetzt digital halt über Festplatte von den Verleihern, die zum Montieren dort, demontieren dort und hier zum Montieren über den Winter und dadurch die Chance gegeben, dass hier aktuelle Filme laufen können, auch im Winter.
Das ist, sage ich mal, laufen erste Gespräche. Die Gebrüder Oswald haben mit der Stadt Liechtenstein einen Pachtvertrag für einen Testmonat abgeschlossen, um verschiedene Konzepte auszuprobieren. Sie sprühen vor Ideen. Nun müssen diese nur noch umgesetzt und vor allem angenommen werden. Ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Bugstedt wünscht sich frischen Wind. Aus diesem Grund lud die Stadt am 10. April in den neuen Sitzungssaal des Rathauses ein. Mit der Einladung angesprochen werden sollten vor allem junge Familien und Leute mit Ideen für ein eigenes Gewerbe. Außerdem Liebhaber für historische Häuser. In Bugstedt ist es ja so wie in vielen anderen Städten auch. Wir haben halt immer noch Gebäude, die marode sind, die teilweise wie Ruinen aussehen, die teilweise auch Ruinen sind. Und dort wollen wir natürlich auch mithelfen, dass die irgendwann mal verschwinden. Und zwar verschwinden in der Form, dass sie wieder saniert werden, wieder ordentlich hergerichtet werden. Dass wir nicht nur Abriss haben, Abriss ist ja dann meistens die einfachste Lösung, dann nehmen wir es eben weg. Aber das wollen wir eben nicht. Wir wollen immer wieder versuchen, neue Eigentümer, neue Investoren hierher zu bringen und dann das Stadtbild auch entsprechend zu verschönern. An verschiedenen Ständen wurde über viele zum Verkauf stehende Grundstücke und Immobilien informiert. Interessierte hatten zudem die Möglichkeit, sich über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten schlau zu machen. Die Aktion Frischer Wind wurde vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, genau aus dem Grund, die Anbieter von Immobilien, potenzielle Investoren sowie Finanzdienstleister zusammenzubringen, damit in Bugstedt Lebensräume entdeckt und gemeinsam gestaltet werden können. Zu einem Tag der offenen Tür lud am 11. April die Vorschulgruppe Crazy Kids Hartmannsdorf ein. Anlass war der Abschluss umfangreicher Sanierungsarbeiten im Gebäude auf der Schulstraße 1a. Bereits seit Ende Februar nutzen die Vorschulkinder die renovierten Räume, in denen vorher der Hort untergebracht war. Der befindet sich nun auf der Schulstraße 20a. In der Vorschule, die Platz für über 40 Kinder bietet und deren Träger der Freundeskreis Indira Gandhi ist, investierte die Gemeinde Hartmannsdorf über 150.000 Euro. Dazu kamen Fördermittel in Höhe von 185.000 Euro. Umgebaut und erneuert wurden der Eingangsbereich sowie die sanitären Anlagen. Außerdem wurde eine neue Ausgabeküche eingerichtet und auch die anderen Räume auf Vordermann gebracht. Die vielen Besucher zum Tag der offenen Tür staunten nicht schlecht. Und die angehenden Vorschulkinder waren so derart begeistert, dass sie auf der Stelle ein Spontan-Puppenspiel arrangierten. Frankenberg. Am 11. April erlebte das Theaterstück Außenseiter, nee, Spitzenreiter im Kino Welttheater seine Uraufführung. Es ist bereits das vierte Projekt der Jugendtheatergruppe Teil vom Ganzen. Die jungen Schauspieler um Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentsch und Streetworker Steffen Bilke brachten schwere Theaterkost auf die Bühne. Es ist ein sehr herausforderndes gesellschaftspolitisches Theater, ja, wo es nicht in erster Linie darum geht, Perfektion auf die Bühne zu zaubern, sondern diesen gesellschaftskritischen Themen wie Mobbing, wie Inklusion, großes modernes Thema im Moment, zu benennen und auch im Alltag zu beleuchten und dabei aber auch auf die Geschichten der Kinder, die sie mitbringen, einzugehen. Die Geschichten, die erzählt werden, sind Begebenheiten aus dem Alltag der Jugendlichen, im spartanischen Bühnenbild eindrucksvoll in Szene gesetzt. Da ist die Außenseiterin, die von den anderen gemobbt wird. Da ist das Beauty mit den vielen falschen Freunden. Und da ist Nils, der schwerbehinderte Junge, der durch sein Anderssein die Akteure wie auch das Publikum berührt und verzaubert. Das Stück über Mobbing und Inklusion haben die Mitglieder der Theatergruppe selbst entwickelt. Diese Themen sind auch ein spezielles Anliegen der Theaterpädagogin. Ich arbeite im Moment, außer hier im Teil vom Ganzen, an 6 anderen Projekten, wo es wirklich um das Thema Mobbing geht. Aber auch mit dem Blick darauf, dass Eltern, Erzieher und gesellschaftliches Netzwerk
mit zum Täter werden, wenn sie nicht sensibilisiert werden. Das ist auch ein Grund gewesen, weshalb wir uns dessen jetzt so befleißigt haben, das auch aus unterschiedlichen Facetten heraus zu beleuchten und auch mal sehr kritisch, ja, und gewagt ins Publikum zu bringen. Die Zuschauer im vollbesetzten Kinosaal erhielten einen Einblick in die Gefühlswelt der jungen Leute. Einer Welt aus Traurigkeit und Spaß mit der lauten und leisen Töne. Mit lang anhaltendem Applaus bedankte sich das Publikum bei den jungen Schauspielern. Leubsdorf. Am 12. April war auf dem Sportplatz des SV Grün-Weiß Volksfeststimmung angesagt. An die 300 Läuferinnen und Läufer und zahlreiche Zuschauer hatten sich zum 20. Drängberglauf eingefunden. Für die ganz Kleinen ging es beim Bummilauf auf die 600-Meter-Strecke einmal um den Sportplatz. Die etwas älteren Kinder und die erwachsenen Sportler starteten auf Strecken über 17, 8,8, 5, 3 oder 1,5 Kilometer. Urkunden, Medaillen und Pokale für die Läufer gab es dann aus den Händen von Bürgermeister Ralf Börner und Cheforganisator Eberhard Hölzel. Seit 19 Jahren hat der Drängberglauf einen festen Platz im Terminkalender vieler sächsischer Laufsportler. Doch wie es aussieht, könnte der 20. der letzte Drängberglauf gewesen sein. Wir wissen alle, dass der Eberhard das als Hauptorganisator mit seinem Team, seiner Familie das letzte Mal gemacht hat. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen und natürlich den Eberhard und sein Team ganz herzlich danken. Nochmal die Kiste auf. Habe ich extra eine ganz große Flasche Sekt gekauft und hoffe, dass die heute Abend noch leer gemacht wird. Ja. Eberhard, nochmal meinen herzlichen Dank. Es ist 19 Jahre und der 20. Drängberglauf. Und mit diesem Lauf verabschiede ich mich. Und wir werden sehen, ob der Lauf fortgesetzt wird oder mal ausgesetzt und mit einem anderen Namen läuft, weil unser Drängberglauf ist eine Familiensache. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, ob das die Schulkameraden waren, ob das die Pubgymnasten waren, ob das die Feuerwehr war vom Sportverein, gerade der Richter Andreas und der Richter Gerd, die mich in vielen Strecken wirklich unterstützt haben. Und ich sage danke. Fünf Uhr am Abend war es, als am 12. April im Liechtensteiner Palaihof die Schlosswache 1757 zu Schönburg-Klaurau zusammen mit der 1. Liechtensteiner Kanonierkompanie aufmarschierte. Man hatte dem Volk, das aus allen Himmelsrichtungen herbeiströmte, Wichtiges zu verkünden. Nämlich, dass der Verein für Geschichte der Stadt Liechtenstein 2014 auf 10 Jahre historische Stadtführungen zurückblicken kann und der neuzeitliche Liechtensteiner Nachtwächter seinen 5. Geburtstag feiert. Bei solchen Jubiläen durften die Ehrensalven nicht fehlen. Die 1. Liechtensteiner Kanonierkompanie hatte extra die noch winterschlafende Kanone aufgefahren, um mit großem Donner und Getöse die Nachricht hinaus ins Land zu schicken. Bauch festhalten, nicht dass Fehlgeburten kommen. Kaniere, Achtung, der erste Schuss in diesem Jahr. Feuer! Da hatten die Kanoniere wohl die falsche Munitionskiste eingepackt. Vielleicht waren aber auch Geister am Werk. Wie Hauptmann Günther von Berbisdorf zu Zürschau alias Christian Brettschneider berichtete, fand auf dem Platz am 28. Juni 1859 die letzte öffentliche Hinrichtung statt. Ein Doppelmörder musste für seine Taten büßen. An dem Tag, als es soweit war, früh um 4, läutete das kleine Rathausglöckchen. Warum das Rathausglöckchen und nicht die Glocken vom Turm der Liechtensteiner Kirche? Die Kirchenoberen hatten sich geweigert, die Glocken zu läuten für einen Mörder, einen Doppelmörder. Und so wurde das Rathausglöckchen auf Vordermann gebracht und es läutete hier zur letzten Stunde des Mörders. 200 Eintrittskarten hatte man verkauft.
hier für diese Hinrichtung. Und zahlreiches, schaulustiges Volk fand sich zudem noch ein. Ja, so ändern sich die Zeiten. Damals zahlte man und kam hierher für eine Hinrichtung. Und heute und jetzt gleich, zahlt ihr. Nicht für die Hinrichtung, sondern für den historischen Stadtrundgang. Der führte logischerweise auch zum Liechtensteiner Schloss, das, obwohl es mit Alexander Prinz von Schönburg-Hartenstein einen Besitzer hat, schon seit vielen Jahren verlassen und für Besucher nicht zugänglich ist. In der Geschichte des Schlosses kennt sich der Korporal der Schlosswache zu Schönburg-Klaurau bestens aus, denn sie ist Teil der Schönburger Geschichte. Wir sind eigentlich eine Truppe, die der Graf in Klaurau gegründet hatte, aber wir hatten auch des Öfteren mal Gelegenheit, bei Besuchen hier mit vor Ort zu sein. Wir nehmen es jedenfalls an, dass es sein musste, und begleiteten den Grafen mit Musik, mit viel Damdam, damit es ihm auch richtig gefallen hat, damit er also auch richtig ins Licht gesetzt wurde. Denn er war ein kleines bisschen selbstsüchtig. In diesem Schloss wohnt ein Verwandter, irgendeiner aus der Linie der liechtensteinischen Schönburger, die allesamt wohl wahrscheinlich aus einem böhmischen Zweig herstammten. Die Benennung als Burg direkt verbindlich ist also 1286 passiert in einer Urkunde. Und Friedrich der Strenge von Meißen, der hat damals in einer Urkunde dieses Castrum mit erwähnt. Er war aber auch derjenige, der das dann etwa 1357 hat zerstören lassen. Aufgrund von Auseinandersetzungen, man muss das mal so sehen, in Meißen haben sich so langsam aber sicher die Wettiner sesshaft gemacht, die Schönburger hier in Klaurau, Liechtensteiner, Hartensteiner Bereich entlang der Mulde, der Zwickauer Mulde, und sie hatten natürlich auch ihre Ansprüche auf mehr Land. Das hatten die Wettiner auch, und damals waren sie eigentlich etwa ebenbürtig. Dass sich es dann zu wettinischen Seiten gewandt hat, hat natürlich dann ein bisschen was mit mehr Geschick, eventuell auch mit mehr Finanzkraft zu tun gehabt, so dass also doch auch die Schönburger hier ein sehr gewichtiges Wort mitzureden hatten. Und für diejenigen, die es nicht kennen, um diese Zeit reichte die Grafschaft der Schönburger bis rüber ins Böhmische, nach Hassenstein. Mehrere Besitzungen waren drüben im böhmischen Erzgebirge. Und die Stadt Oberwiesenthal, nur so am Rande erwähnt, ist eine der Gründungen der Schönburger. Von den Schönburgern im Allgemeinen ging es zu den Schönburgern im Besonderen. Dafür stiegen die Stadtrundgänger hinab in Richtung Gruft, die ebenfalls für Besucher nicht zugänglich ist. Der Nachtwächter Manfred Geier berichtete vom Leben und Sterben der Adligen und über die Geschichte der Gruft am Schlossberg. Fürst Otto Viktor hatte den Baumeister Ilken aus Klaurau beauftragt, bei Umbauarbeiten hier auch eine Fürstengruft anzulegen. Und so geschah es dann auch. Sie wurde dann für 20 Mitglieder des Hohen Hauses Schönburg-Waldenburg die letzte Ruhestätte. 20 Särge, teilweise bis 26 Zentner schwer, aus Gusseisen, derer der Fürsten, aus Zink, aus Holz. Auch 4 Kindersärge sind hier in der Gruft. Die kleinste, die hier gestorben ist, war Prinzessin Emma, 1866 anderthalbjährig in Treusig gestorben, wurde ja auch beigesetzt. 5 Fürsten liegen hier in der Gruft. 4 von Schönburg, Waldenburg, und einer von Schönburg-Hartenstein, Friedrich Alfred, ein Bruder des Fürsten Otto Viktor, die sich faktisch die obere Linie, die aus Hartenstein oder Waldenburg bestand, dann teilten. An dem Abend erfuhren die Stadtrundgänger noch vieles mehr über die Schönburger und die Stadt im grünen Liechtenstein. Der nächste Rundgang findet am 17. Mai statt. Treffpunkt ist 17 Uhr auf dem Kirchplatz vor St. Laurentius.
Liebe Zuschauer, die Erze ist in die höchste deutsche Rallye-Liga aufgestiegen. Die Traditionsveranstaltung rund um Stolberg zählt nun als dritter Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft und zum ADAC Rallye Masters. Grund für den Aufstieg ist die Zusammenlegung beider Motorsportveranstaltungen. Die gekoppelte Serie besteht aus 14 Läufen im gesamten Bundesgebiet. Und einer davon fand am 2. Aprilwochenende in Stolberg statt. Ein Heimspiel für Ruben Zeltner, Peter Kuratza und Carsten Mohr. Der dritte Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft war fest in der Hand der Lokalmatadore. Bei der 51. ADMV-Rallye Erzgebirge am 11. und 12. April feierte Ruben Zeltner mit seiner Ehefrau Petra auf dem Beifahrersitz einen nie gefährdeten Sieg und einen starken Einstieg in die Saison. Mit seinem Porsche 997 GT3 lag der Liechtensteiner nach 12 Wertungsprüfungen über 112,12 Kilometer rund um das sächsische Stolberg immerhin 1 Minute 38,5 fuhr Peter Kuratza aus Neuwürschnitz mit Co-Pilot Christoph Gerlich aus Niederwiesa im Mitsubishi Lancer Evo 9. Damit konnte Ruben Zeltner zum 7. Mal die Erze gewinnen. Zur Siegerehrung auf dem Stolberger Marktplatz wurde das ordentlich begossen. So, jetzt bekommt ihr das neue Zebra seine richtige Taufe. Das Festival der sächsischen Rallye-Teams komplettierten der Neuwürschnitzer Peter Kuratza und Co. Christopher Gerlich aus Niederwiesa im Mitsubishi Lancer Evo 9. Der Zwickauer Mike Stölzel mit Co-Pilot Thomas Windisch aus Aue im Porsche 911 GT3 sowie Carsten Mohr aus Grottendorf mit Co-Pilot Sebastian Walker aus Drittau im frontgetriebenen Renault Megane N4. Insgesamt 70 Teilnehmer zählte das Starterfeld und wies internationales Flair auf. Teams aus Großbritannien, Belgien, Dänemark und Schweden konnten begrüßt werden. Zwei Rallye-Piloten aus Sachsen prägten aber das Gestehen der ADAC Rallye Masters, in dessen Rahmen die DRM gestartet war. Ruben Zeltner im neu aufgebauten Zebra Porsche ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass er den Sieg wollte. Der Bestzeit auf der ersten Wertungsprüfung am Freitagabend mitten durch Stolberg ließ er 7 weitere folgen und hielt die versammelte Konkurrenz so auf Abstand. Und das trotz kleinerer Probleme in den letzten beiden Wertungsprüfungen, die 2 defekte Felgen einbrachten. Als Sahnehäubchen krönte Zeltner seinen Sieg im Erzgebirge mit der Bestzeit auf der Power Stage. Er erntete damit 3 wertvolle Zusatzpunkte, die ihm den 3. Tabellenplatz einbrachten. Ja, vor allem, wir haben auf den letzten beiden Prüfungen noch so, oder auf der vorletzten noch ein Aha-Erlebnis gehabt, 2 kaputte Felgen und jetzt auf der letzten haben wir ein bisschen gebremst fahren müssen, weil ich immer Angst gehabt habe, wir verlieren die Luft. Es war noch ziemlich heftig das ganze Jahr. Aber insgesamt einfach toll, wie das Auto technisch keine Probleme, das Auto hat super funktioniert. Also ich muss da meine Jungs einfach überwältigen, was die Jungs hier gebaut haben. Als zweitschnellster Powerstage-Pilot erhält Peter Kuratza 2 Punkte. Der als drittschnellster gestoppte Carsten Mohr kann sich über einen Zusatzzähler freuen.
Spannender als die souveräne Siegesfahrt Zeltners war der Kampf um die zweite Position. Auf dem abendlichen Stadtrundkurs durch Stolberg konnte sich am Freitag noch Carsten Mohe durchsetzen. Er legte im Megan einen so fulminanten Start hin, dass er auf den 4,65 Kilometern sogar Peter Corazza überholen konnte. Die Leistungsdichte war extrem groß. Und auch wenn es für Mohe am Freitag und Samstagmorgen gut aussah, waren die übrigen Streckenverhältnisse und Passagen nicht optimal für seinen Fronttriebler, so der Grottendorfer. Hier konnte sich der Lanxa-Pilot Peter Corazza zurückkämpfen. Seine Aufholjagd startete er am Samstagmorgen als 13. Ein Jahr hatte der Neuwürschnitzer pausiert. 2013 hatte Corazza seine Saison nach einem Unfall vorzeitig beenden müssen, startete bei der Rallye Erzgebirge zum ersten Mal wieder im Wettbewerb. Mit einer starken Fahrt und zwei WP-Bestzeiten am Samstagmittag verwies er Carsten Mohr dann auf Platz 4 und übernahm vor der finalen Wertungsprüfung sogar noch Rang 2 von Stölzel. Und damit gleichzeitig die vollen Punkte für den Sieg in der Division 2. Ich bin überglücklich, dass ich jetzt hier auf Platz 2 stehe. Vielen Dank an alle, die mich dabei unterstützt haben und an die Fans in der Region. Danke. Ein Wörtchen um eine Top-10-Platzierung wollten auch Ron Schumann und der wohl dienstälteste Co-Pilot der Erze, Simon Peter Fröhlich aus Mitteldorf, mitreden. Fröhlich war vor 19 Jahren zum ersten Mal dabei und galt bis vor wenigen Wochen noch als WP-Leiter für den Rundkurs Stolberg. Im über den Winter revidierten Mitsubishi Lanxa Evo 7 bewies Ron Schumann bereits bei der ADAC-Rallye Hessisches Bergland, wie schnell er ist. Zur Rallye Erzgebirge belegte das Team Platz 6. Unter den Startern auch ein Hohndorfer im Porsche GT3, Ulf Limbach. Der Zahnarzt kam auf Platz 36. Teilnehmer des ADAC Opel Rally Cup nutzten den Testlauf bei der ADMV Rallye Erzgebirge als eine Vorbereitung auf die neue Saison. Der schwedische Schotterspezialist Emil Bergqvist pilotierte seinen Opel Adam dabei als schnellster über die sächsischen Wertungsprüfungen. Lokalmatador Julius Tannert lag im Ziel knappe 3,6 Sekunden hinter ihm. Zählt nach wie vor zu den anspruchsvollen Rallyes. Die Streckencharakteristik ist sehr unterschiedlich. Neben dem Rundkurs in Grünhain, der auf gut ausgebauten Hauptstraßen stattfindet, hat man auch Wertungsprüfungen über Plattenwege, schlechten Asphalt und Schotter. Auf Schnee und Eis konnte in diesem Jahr glücklicherweise verzichtet werden. Von Stolberg aus führte die Strecke über Gelenau nach Annaberg und wieder zurück, wobei auch Wertungsprüfungen in Jahnsdorf und Oberdorf stattfanden. Der
nächste Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft und den ADAC Rallye Masters ist dann vom 25. bis 26. April bei der ADAC Hessen Rallye Vogelsberg rund um Schlitz. Dann will auch Marc Wallenstein wieder angreifen. Der musste wegen eines Motordefektes den RC-Start absagen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Sendung. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest und ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.